Hallo, in diesem Video werden wir uns mit unserer ersten Excel-Funktion beschäftigen. Jetzt erstmal die Frage ist, was ist eine Funktion? Eine Funktion kann man sich vorstellen als eine Art Blackbox, also zum Beispiel ich male mal hier. Also eine Funktion ist zum Beispiel hier so eine Art Blackbox. Das ist die Funktion, ich tue es mal mit F. Das ist so ein typisches Zeichen für Funktion. Die Funktion kriegt gewisse Inputs. Und hat einen gewissen, nur einen Output. Ja? Das ist ein Ergebnis. Das ist, was die Funktion rausgibt. Und hier sind die Inputs. Die Inputs nennt man Argumente. Ich schreibe es mal ganz kurz. Argumente. Das ist ein Argument, Argument 1. Das wäre dann hier Argument 2, Argument 3 und Argument 4. Das heißt, jede Funktion hat diverse Argumente. Manche brauchen zum Beispiel 4, manche Funktionen brauchen nur ein Argument, je nachdem, was die Funktion ist. Aber alle Funktionen geben, oder zumindest in Excel, geben alle Funktionen nur ein Ergebnis aus. Jetzt, was hier drin in der Funktion selber passiert, wissen wir jetzt nicht und hat uns auch nicht zu interessieren, weil wir in unserer jetzigen Stufe haben wir jetzt nicht die Ahnung, wie man so eine Funktion erstellt. Wichtig für uns ist, dass man diese Funktion benutzt. Später in dem Kurs, wenn wir zu einem höheren Niveau sind, können wir dann auch unsere eigenen Funktionen erstellen, die wir oder auch andere Leute dann verwenden können. Aber jetzt am Anfang sind wir reine User der Funktionen. Wir wissen nicht, was passiert in der Funktion. Wir müssen nur wissen, welche Argumente die Funktion kriegt und das Ergebnis der Funktion. Im Endeffekt müssen wir jetzt in unserer Stufe, jetzt müssen wir erstmal auswählen, welche Funktion für welche Aufgabe am besten ist. Und das fangen wir hier an mit dem Beispiel. Nehmen wir an, ich will jetzt die Summe der Einnahmen kalkulieren. Jetzt, natürlich gibt es eine Möglichkeit, wo ich hier unten klicke zum Beispiel und schreibe ist gleich und kann dann so, plus so und so weiter das machen und dann gehe ich auf Return und dann kriege ich somit die Summe. Das ist eigentlich auch wieder hier eine richtige Art, wie man oder die richtige Formel, wie man das kalkuliert, aber die falsche Methode, weil man muss sich vorstellen, unsere Liste ist jetzt ziemlich kurz, die hat jetzt nur 6 Einnahmen. Was ist, wenn ich jetzt eine Liste habe mit 100 Einträgen oder 200 Einträge? Ich kann unmöglich den ganzen Tag sitzen und nur plus machen. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, dass je mehr Wiederholungen man macht mit etwas, desto mehr Möglichkeit oder mehr Wahrscheinlichkeit besteht da, dass da Fehler reinkriechen. Okay? Und daher haben wir dafür eine Funktion, die heißt Summe. Und das ist das Symbol hier. Das ist das griechische Sigma für Summe. In Mathematik ist das Symbol für Summe. Und wie man das mit der Summe macht, also es gibt mehrere Methoden, wie man das macht. Man kann einfach hier klicken und dann hier auf das Summensymbol und dann sieht man, es markiert hier um das Ding rum und dann kann man einfach Return machen und so hat man die Summe. Ich würde Folgendes empfehlen, gerade bei Summen, ich würde das die Sache markieren und dann zwei leere Zellen dazu. Zwei Zellen dazu und dann auf das Summensymbol. Okay? Wenn man durch die Markierung weiß Excel, dass dieser Bereich summiert werden soll und dann noch zwei dazu. Warum noch zwei dazu? Die eine ist dann als leer, die soll leer sein, weil es ist immer, wir werden dann später das Thema sortieren und Filter machen und es ist immer besser, dass man die Summen von den Daten durch Leerzeilen fernhält. Okay? Und deswegen diese Zelle hier. Und die zweite leere Zelle, da drin kommt das Resultat. Also das heißt, ich markiere, tue es mal hier mit dem Profit nochmal machen. Wenn ich jetzt die Summe vom Profit haben will, ich markiere den Profit plus zwei leere Zellen dazu. In dieser zweiten Leere wird dann die Summe kommen und die ist hier quasi als Abstandszelle gedacht. Okay, und dann klicke ich hier auf das Symbol. Okay, und so haben wir es. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, da wo die Summe steht, sieht man, so ist die Funktion. Man sieht, eine Funktion ist wie eine Art Formel, allerdings hier in dem Fall schreibt man der Name der Funktion, Klammer auf, und da drin kommen dann ist dann der Bereich, den man summieren will, okay? Und dann eine Klammer zu. Und hier, ich gehe mal kurz rein, wenn man hier, das nennt man den Funktionsassistent, mit dem kann man auch
Formeln erstellen. Wenn ich da draufklicke, sind wir jetzt in der Funktion Summe. Also der Assistent setzt uns jetzt in der Funktion Summe. Und man sieht hier, das sind die Argumente für die Funktion Summe. Zahl 1. In Zahl 1 wurde dann der ganze Bereich markiert, den man summieren will. Okay? Also das heißt, ich habe jetzt eine Methode gezeigt, wie man die Summen macht. Ich mache meine Summen wieder weg. Das heißt, bei Summe haben wir eine Methode gesagt, man markiert einfach den Bereich plus zwei Leere dazu und geht auf Summensymbol. Eine zweite Methode, wie man die Summe erstellen kann, man klickt da, wo die Summe hin soll, und dann geht man auf den Funktionsassistent. Und jetzt hat man hier Gruppen oder Kategorien von Funktionen, und man kann hier auf alle gehen, dann sieht man alle Funktionen, die in Excel verfügbar sind. Ja, die sind alle abgelistet von A bis Z. Und wenn ich jetzt die Summenfunktion will, muss ich unter S suchen. S, hier sind wir schon fast. Hier ist die Summe. Und auf OK. Und jetzt bin ich wieder in demselben Bild wie vorher. Also ich bin quasi in der Summenfunktion drin. Jetzt muss ich nur noch den Bereich wählen, der summiert werden soll. Und das ist dieser Bereich hier, der Profit. Also markiere ich den Profit. Und Sie sehen da, sobald ich markiere, verringert sich das Fenster. Und jetzt, sobald ich mit der Markierung, also sobald ich jetzt die Maustaste loslasse, ändert sich das Fenster. Und so habe ich jetzt hier quasi den Bereich fixiert. Okay, und dann habe ich das so. So ist eine Art, wie man die Summe macht. Eine dritte Art, wie man die Summe erstellen kann, man kann es manuell erstellen. Gerade so bei einfachen Funktionen wie die Summe. Man braucht da nicht viel, also man schreibt da ist gleich, und dann das Wort Summe, Klammer auf, man markiert dann den Bereich, den man summieren will, und man macht Klammer zu. Ja, also das heißt, es gibt drei Möglichkeiten jetzt gerade bei Summe, wie man die Summe erstellen kann. Einmal, man markiert, und dann man markiert den Bereich plus zwei Leere dazu und dann auf das Summensymbol. Einmal mit dem Assistent, in Assistent aufruft. Entweder weiß man, in welcher Kategorie die Funktion ist. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Excel, und ich kann mir immer noch nicht merken, welche Funktion welche Kategorie ist. Deswegen gehe ich immer über alle und gehe dann alphabetisch durch die Liste, bis ich die Funktion finde, die ich brauche. Und dann klicke ich auf die. Jetzt brauchen wir Summe. Also das heißt, ich gehe hier auf Summe. Wieder hier. Zu tief. So, Summe. Und dann markiere ich den Bereich, den ich summieren will. Okay, und dann auf OK. Das ist die zweite Art. Und die dritte Art war, indem man es manuell schreibt. Also ist gleich, Summe und dann Klammer auf. Und man markiert dann den Bereich, nehmen wir mal 10 Stunden zum Beispiel, Klammer auf. Und dann markiert man den Bereich und dann Klammer zu. Und so hat mich dann die Summe. Okay, also das sind die drei Möglichkeiten, wie man jetzt mit der Summe erstellt. Und natürlich, man sieht hier, es ist egal, wie lang die Liste ist. Man muss einfach nur den Bereich markieren und schon wird das summiert. Während, wenn man jetzt nur mit Plus arbeitet, müsste man dann eine extrem lange Formel schreiben. Okay, es gibt auch, das ist mal die erste Funktion, die man benutzt in Excel. Das ist die Summenfunktion. Und das ist die einzige Funktion, die man hier per Knopfdruck erstellen kann. Es gibt weitere Funktionen, die sehr ähnlich sind zur Summe. Ich schreibe mal hier die Funktionen, die wir machen. Also Summe haben wir jetzt gemacht. Und es gibt ähnliche Funktionen zur Summe, die ähnlich funktionieren, allerdings liefern die immer unterschiedliche Resultate. Also zum Beispiel, es gibt eine Funktion, die heißt Anzahl. Dann gibt es eine Funktion, die heißt Anzahl 2. Dann gibt es eine Funktion, die heißt Max. Und da gibt es eine Funktion, die heißt Min. Und dann noch eine weitere Funktion, die heißt Mittelwert. Okay, wir machen die hier. Also, Summe ist die einzige Funktion, die auch mit dem die hier auf der Symbolleiste einen Knopf hat, mit dem man die Funktion aktivieren kann. Alle anderen muss man entweder mit dem Assistent oder manuell. Wir machen das jetzt. Ich mache mal die Summe zum Beispiel manuell. Ist gleich Summe und dann zum Beispiel Stunden. Okay, und dann Klammer zu. Okay, nichts Neues. Anzahl könnte ich jetzt, machen wir es mal über einen Assistent. Es funktioniert wie vorhin mit der Summe. Also ich gehe auf Funktionsassistent. In dem Fall suche ich mir die Funktion Anzahl. Anzahl, da ist sie, okay. Und man sieht hier, es ist ähnlich aufgebaut wie
wie die Summenfunktion. Und jetzt machen wir mal zum Beispiel von den Stunden. Okay? Und okay. Und man sieht hier, die Anzahl gibt 6 raus, weil die Funktion Anzahl zählt nur die Zellen, wo Zahlen drinstehen. Und wir haben nur 6 Zellen, wo Zahlen drinstehen. Obwohl ich 7 markiert habe, es kommt nur 6 raus, weil in nur 6 Zellen stehen Zahlen drin. In der steht Text. Anzahl 2 ist ähnlich zur Anzahl, allerdings die zählt alles. Text und Zahl. Also machen wir es wieder im Assistent diesmal. Anzahl 2, da ist sie. Wieder auf OK. Und jetzt markiere ich einfach wieder denselben Bereich. Und auf OK. Und Sie sehen hier, dass dieselben Bereiche wurden markiert. B1 bis B7. Ah ja, der Doppelpunkt heißt immer bis. Ja? Also das heißt, B1 Doppelpunkt B7 heißt von B1 bis B7. Okay? Und hier wurde auch von B1 bis B7 markiert. Und man sieht hier, obwohl man gleich markiert hat, bei Anzahl, die zählt nur die Zellen, wo Zahlen drin stehen, deswegen steht hier 6. Die Anzahl 2 zählt alles, Text und Zahlen, deswegen steht 7. Okay? So, und bei Max ist genau dasselbe. Ich mache es mir jetzt per manuell. Also ich schreibe ist gleich Max, Klammer auf, und zum Beispiel markiere diesen Bereich hier. Ja, und mache dann Klammer zu. Und die gibt mir den größten Wert des Bereichs. Ja? In dem Fall ist es die 2500. Okay? Und min, kann man sich vorstellen, gibt den kleinsten Wert. Also min und dann wieder markieren und Klammer zu. Und da kriege ich den kleinsten Wert, in dem Fall die 700. Und der Mittelwert ist quasi, gibt man den Durchschnitt der Werte. Also wenn ich schreibe, ist gleich Mittelwert. Und das kann ich auch natürlich über einen Funktionsassistent. Ich mache es mal jetzt manuell, Mittelwert. Klammer auf und markiere wieder den Bereich und Klammer zu. Und da sieht man, das ist der Mittelwert, der Schnitt der Einnahmen von den Leuten. Ja, und man sieht hier, diese Funktionen sind sehr ähnlich. Der Unterschied ist nur der Name vor den Klammern. Ansonsten sind das sehr ähnliche Funktionen. Und wie gesagt, man kann die Funktion entweder manuell reinschreiben, wenn man weiß wie, oder man kann sie über Funktionsassistent erstellen. Und und natürlich, wenn sich sobald die Zahlen irgendwo ändern, zum Beispiel machen wir jetzt Einnahmen mit 6.000, achtet mal auf diese Zahlen, die werden sich jetzt ändern. Das Max wird jetzt anders sein und der Mittelwert wird jetzt anders sein. Ja? Probieren wir es mal aus. Man sieht hier, automatisch ändern sich auch diese Berechnungen. Ja? Der Max ist jetzt 6.000 und der Mittelwert hat sich natürlich erhöht, weil wir jetzt höhere Einnahmen haben. Okay? So, noch eine Bemerkung will ich machen. Diese Funktionen, die sind sehr ähnlich. Das sind alles, nenne ich mal so Bereichfunktionen, die funktionieren über einen Bereich, in dem Fall immer von B2 bis B7 oder von B1 bis B7 und so weiter, von B1 bis B7 hier auch. Also die brauchen einen ganzen Bereich, aber die sind sehr ähnlich von der Handhabung. Und wenn man jetzt mit diesen Funktionen professionell arbeiten will, mache ich mal hier die Profi-Version, man markiert nicht gewisse Bereiche, sondern man markiert immer die ganze Spalte. Warum? Weil künftig kommen dann wahrscheinlich hier mehr Leute mit mehr Stunden und Einnahmen. Wenn man jetzt nur den Bereich hier markiert, werden die neuen nicht mehr berücksichtigt. Und deswegen macht man immer bei solchen Funktionen, markiert man immer die ganze Spalte. Ich mache es mal hier vor. Also das heißt, wenn ich jetzt die Summe haben will, mache ich mal manuell, weil es geht schneller. Ist gleich Summe, Klammer auf. Von wem will ich die Summe? Von den Stunden zum Beispiel. Dann klicke ich die ganze Spalte B und mache zu. Jetzt das Schöne daran ist, man merkt hier, wenn ich jetzt eine neue Person hinzufüge, zum Beispiel Baum mit 35, man sieht hier, die hier bezieht sich auf den Bereich von B2 bis B7, hat nicht mehr die neuen Stunden rein, aber die hier, dadurch, dass das die ganze Spalte berücksichtigt, wird das immer automatisch aktualisiert. Ja, und es ist genau hier dasselbe mit Anzahl, also ich könnte hier Anzahl von der ganzen Spalte B machen. Okay. Hier Anzahl 2 auch wieder von der ganzen Spalte B. Und auch die Max-Werte von der Spalte B zum Beispiel. Die Min-Werte von der Spalte B. Ja, man merkt, das ist, man muss nur auf die Spalte klicken. Man muss nicht diese Sachen hier reinschreiben, wie bei den Formeln. Ja, und dann zuletzt der Mittelwert.
Wenn man es manuell macht, geht es wesentlich schneller als mit dem Assistent. Aber wie gesagt, also man kann es auch mit dem Assistent locker machen. Aber ist nur die Summensymbol hat diese Knopf hier. Den Rest muss man entweder Assistent oder manuell machen. Okay, man sieht hier jetzt, der Unterschied ist, dass das Schöne dran ist, diese Sachen aktualisieren sich. Sobald jetzt jemand Neues reinkommt, zum Beispiel machen wir mal, was weiß ich, Schmidt 41, und es aktualisiert sich alles automatisch, ja, und so sollen die Funktionen dann funktionieren, ja, man hat, und immer, deswegen markiert man immer am besten die Spalte, nie ein fixer Bereich, außer, wie hier ein fixer Bereich, außer man weiß ganz genau, okay, dieser Bereich wird sich nie erweitern, ja, zum Beispiel die Abteilung in einer Firma, ist unwahrscheinlich, dass die Abteilungen ständig mehr werden, ja, von daher kann man das so machen, aber in meisten Fällen macht das Sinn, dass man immer die ganze Spalte markiert für künftige neue Einträge. Und das sind unsere ersten Funktionen, die man in Excel verwendet und die man auch verwenden kann. Und das sind meistens Funktionen, die man oft und häufig benötigt.